Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, heute auf dem Grabentisch machen wir weiter mit unseren Winterbieren Spezialreihe. Blups. Cut. Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, heute auf dem Gabentisch bewegen wir uns im Bereich der Bockbiere. Wir sind jetzt nämlich fertig mit unseren Winter- und Weihnachtsbieren. Allerdings haben wir noch so ein paar Winterböcke hier auch und die will ich natürlich jetzt hier noch mit dranhängen. Das heißt, es kommen jetzt also noch so, ich glaube, 3, 4 Videos müssten das noch sein. Ein paar spezielle Videos sind auch noch mit dabei. Ich sag nur Oktoberfestbiere, 2 Stück, die wir noch vorstellen müssen. Und ja, Beginn tun wir heute hier mit diesem Weihenstephaner Vitus. Oder Vitus, ich hätte mal Vitus ausgesprochen, oder? Mit Vogel-V. Ist ein Weizenbock. Und was gibt's zu sagen? Ich sag mal so, Weihenstephaner, da sind jetzt die Erwartungen recht hoch. Wir erinnern uns, Weihenstephaner, ich sag nur das Helle. Boah, lecker. Ich glaube, das Weißbier, das Dunkle, hatten wir auch schon mal getrunken. Das war auch ordentlich gewesen. Ich glaube, hat auch 4 Punkte abbekommen. Und ja, jetzt haben wir hier einen Weizenbock zu stehen. Das Ganze hat 7,7% Umdrehungen. Das ist ja schon mal ordentlich hier. Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Und ja, ich sag mal, Weihenstephaner, besonders hohe Qualität. Ich bin mal gespannt, was es kann. So, würde ich sagen, ich habe auf jeden Fall schon wieder Bierdurst. Machen wir mal auf das Ganze hier. Ich freue mich jedes Mal, ein Weihenstephaner hier tatsächlich zu haben. So ein Bierchen, weil die einfach immer... Oh ja, die sind so lecker. Kapsel ist bedruckt. Oh. Oh. Also eine Raumnote entsteht schon mal. Das müssen wir schon mal ganz klar so sagen, ne? Also Freunde, würde ich sagen, lassen wir mal laufen hier. Mal ein bisschen. Ne? Wollen wir mal hier ganz elegant hier. Ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Finde ich schon mal gut von der Blume her. Ja, ein bisschen gröberer Einschank, sage ich aber mal locker 2 Finger breite Blume. Das erwarte ich aber auch tatsächlich bei einem Bier, wo schön Weizenmalz drin ist. Das darf gerne immer ein bisschen, ne, voluminöser ausfallen. Von der Farbe her würde ich sagen, bewegen wir uns bei einem schönen, ja, weiß Luftbläschen, ja, ein paar sind drauf, Kraterbildung bleibt aus. Ich würde sagen, mit geschultem Auge, ich denke, ihr erkennt selber, 90 Sekunden Standard wird das Blümchen da, glaube ich, im Glas stehen bleiben. Ne? Das ist so mittel bis, ja, ich will nicht grobporig sagen, also, na, mittelporig, komm, einigen wir uns da drauf. Schaut mal selbst, am besten ist, ihr schaut immer selbst. Ich kann euch ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, ne? Aber ich denke, mittelporig passt schon ganz gut. Sieht gut aus, Freunde, sieht gut aus. Also das hält eine Weile. Optisch schon mal sehr, sehr schön. Habe ich aber auch erwartet. Schauen wir mal nach. Was haben wir da drin? Absolut naturtrüb, ne? Ist absolut blickdicht. Genauso mag ich das. Genauso liebe ich das. Das sieht schon jetzt schon richtig saftig aus. Richtig fruchtig. So. Ach, das ist richtig schön. Im Farbspektrum bewegen wir uns. Ja, gelbes Getreide. Geht deutlich ins Gelb rein. Helles Orange, lasse ich mir auch noch gefallen. Hat eine richtig schöne Tiefe, geht richtig schön tief rein. Schwebeteilchen entdecke ich nicht. Trübung habe ich schon erwähnt. Extrem saftig. Und von der Karbonisierung her, ja, ich würde sagen, ist auch eher durchschnittlich. Hier unten, wo sich das Glas so ein bisschen verjüngt, kann man es erkennen. Also, das ist schön. Was finde ich besonders schön, Freunde? Ich muss sagen, diese wirklich glänzend weiße Blume mit diesem doch kräftig ausgeprägten Gelb hier im Farbspektrum. Das, wenn man, guck mal, ich halte das mal so rein, vielleicht erkennt ihr das. Das sieht schön aus. Wenn der Rand hier so, ne, von der Blume so auf das Bier trifft, das sieht toll aus. Also das ist ein sehr, sehr schöner Effekt. Möchte ich dementsprechend auch so bewerten. Finde ich richtig hübsch, finde ich richtig ansprechend. Von der Optik, von der Ästhetik gibt es von mir 6 von 5/6 möglichen Punkten. Krone-Bewertung macht mir absolut Appetit. Ich liebe das jetzt schon. Das sieht so lecker aus, Freunde, ja. So, Raumnote erwähnte ich schon. Das kam hier aus der Flasche. Oh ja, sehr... Oh, 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 das ist aber... Halleluja, doch. Dann wollen wir mal schnuppern. Oh ja, okay. Boah,
volle Packung, du. Also das ist mal ein Bouquet, was wieder mal richtig selbstbewusst daherkommt. Das ist richtig präsent. Die einzelnen, ja, Duftkomponenten sind richtig ausdefiniert. Also allem voran muss ich erstmal den Malzkörper nennen. Also der Weizenanteil, der scheint hier wirklich ordentlich zu sein. Also das ist so richtig so, ne? Da sage ich schon mal fast nasses Getreide, was da auf einen zukommt. So richtig schön feucht, nasses Getreide. So duftet das dann im Nasenflügel. Also schon mal sehr, sehr sympathisch. Ja, und dicht gefolgt, das ist wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen, präsentiert sich hier erstmal eine ordentliche Banane. So, und das ist ja natürlich bei einem Weißbier generell typisch. Ne? Da darf gerne dieses bananige Aroma nach vorne treten. Und das riechst du jetzt hier schon vom Bouquet ganz klar heraus. Also du weißt sofort, was dich erwartet. Das Bier stellt sich so quasi vor. Und das zu Recht. Also wow, da ist ordentlich Fruchtanteil drin. Das finde ich jetzt schon mal sehr sympathisch. Leichte, saure Nuancen kann ich auch herausriechen. Und ein bisschen Gewürz scheint da auch noch mit drin zu sein. Wenn ich jetzt wieder sage, Nelke, wird es langweilig. Aber ich sage tatsächlich Nelke. Es geht so in diese Richtung rein. Aber also auf jeden Fall ein bisschen mehr gewürzt. Und kräftig, ne? Das ist schon ein bisschen kräftiger. Also ich finde es gut, ein sehr selbstbewusstes Bouquet, was wirklich sehr, sehr lecker ist und vor allen Dingen auch deutlich. Es präsentiert sich deutlich, sodass man schon, bevor man den ersten Schluck genommen hat, sich schon darauf einstellen kann, mit was für einem Bier man es zu tun hat. Das finde ich schon wieder sehr, sehr gut. Erwarte ich aber auch bei der Qualität hier, dass sowas dann auch wirklich sich da so vorstellen tut. So, ihr Lieben, jetzt, genau, der Antrock, ihr Lieben, das müssen wir mal probieren, ne? Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, hat genau die richtige Temperatur erwischt. Wow. Durchaus komplex, hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, okay. Der Antrunk, Freunde. Ich sagte es eben schon, es ist wesentlich komplexer auf der Zunge beim Antrunk, als man es rausgerochen hat. Beim Rausriechen, habe ich so gesagt, ist schon recht klar definiert, die einzelnen Aromen, ne, die da drin vorkommen. Aber das ist schon jetzt auf der Zunge nochmal was ganz anderes. Erstmal saftig. Saftig, vollmundig. Das ist schon das Erste, was ich sagen kann. Und gehaltvoll. Das sind so die drei typischen Sachen, die man aber auch bei so einem Weizenbock tatsächlich erwarten würde. Also die sind hier auf jeden Fall da. Aufgabe erfüllt, würde ich schon mal sagen. Fangen wir mal an, systematisch vorzugehen. Attribute, wo bewegen wir uns? Gemütliches oder dynamisches Bier? Ich glaube, erklärt sich von selbst bei 7,7% Alkohol. Da sind wir natürlich bei der Seite des gemütlichen Bieres. Kleinere Schlucke nehmen, länger Mundraum behalten, schön auf der Zunge noch Temperatur anziehen lassen und dann buonissimo. Ja, dann hast du wieder La Dolce Vita. Wunderbar, das gelingt hier auch. Aroma. Ich würde sagen, ja, wir haben es hier mit einem sehr aromaintensiven Bier zu tun. Zumindest auch vom Antrunk präsentiert es sich so. Wesentlich komplexer, als man es rausgerochen hat. Also da war jetzt wirklich einiges auf der Zunge los gewesen. Das würde ich mal versuchen, jetzt einzeln auseinander zu dröseln, sodass wir mal der Reihe nach da ein bisschen uns das mal anschauen. Also, nehmen wir mal einen Schluck. Und positiv fällt erstmal sofort der Malzkörper auf. Der ist so richtig schön saftig, der ist schön ausgeprägt. Wir haben ja so ein liebliches Getreide, was aber auch nicht bappig ist oder irgendwie zu süß oder gezuckert, sondern so richtig schön, wie man sich das halt vorstellt. Ausjustiert, würde ich jetzt schon fast sagen. Ausgewogen, könnte man auch sagen dazu. Ausgewogener Malzkörper. Sehr, sehr lecker. Ich würde sagen, Weizen dominiert, würde ich jetzt so herausschmecken. Das ist schon eher so diese Richtung, ne, dieses Weiche, was wir so kennen. Ne? So Gerste ist ja meistens immer so ein bisschen, wo ich sage, so ein bisschen so heuig teilweise auch schon. Ja, Weizen ist immer noch so ein bisschen lieblicher, nussiger. Und in diese Richtung geht das dann auch rein. Deswegen vermute ich mal, dass hier ein bisschen mehr Weizenanteil drin ist als Gerste. Zumindest jetzt, was man von den Aromen, vom Geschmack halt so vom Intensiven her wahrnimmt. Ja, da zieht sich auch ein bisschen in den Körper rein. Und dann hast du dann noch wirklich so diese Fruchtigkeit, die danach ankommt. Und das ist hier ganz klassisch weißbiertypisch auch Banane. Du hast hier diesen Fruchtkörper, ne? Da ist so dieses Bananige, ich würde sogar sagen, das ist so eine überreife Banane, die auch nochmal ein bisschen Lieblichkeit mitbringt. Und die riechst du auch richtig deutlich raus. Also die,
die schwimmt da richtig drin. Also wer das mag, Banani-Gebiere, der ist da auf jeden Fall hier mit dem Vitus tatsächlich gut bedient. Mehr schmecke ich nicht raus. Könnte sein, dass da noch ein bisschen Apfel, ein bisschen Birne noch im Hintergrund sekundär mitschwimmt, so von der Fruchtigkeit her. Aber die sticht auch nicht hervor. Also der Malzkörper ummantelt eher diese Fruchtigkeit. Und jetzt kommt wieder so dieses Originelle. Ich sage jetzt mal so, diese Hopfenfloralität, darf man hier überhaupt schon von Floralität sprechen? Ich denke eher weniger. Spielt jetzt nicht ganz so eine große Rolle, aber du merkst halt schon, da ist sowas ganz leicht Blütiges drin. Und das ist das, was hier vom Hopfen herkommt. Ne? Und das ist natürlich schön, das bringt eine minimale, aber wirklich eine minimale Herbe mit sich, die sich prima mit der Banane, mit diesem Bananenflavor, nennen wir es mal so, ja, ergänzt. Und das ist harmonisch dann halt, ne? Das ist so richtig schön. Es ergänzt sich und dann passt das. Also es ist insgesamt wieder super ausjustiert, ausbalanciert, richtig geil, ausgewogen und ordentlich gehaltvoll, ne? Jetzt bleibt die spannende Frage übrig. Wie sieht es denn aus bei 7,7% Alkoholkante? Muss ich sagen, für einen Weizenbock extrem mild. Also du hast zwar schon, dass du sagst, ja, da ist schon leicht spirituos. Du merkst, dass es halt kein Leichtbier ist, aber das ist gut rausretuschiert. Also da zwickt nichts, da juckt nichts, da beißt nichts. Das ist schon... ausgezeichnet. Das ist so ein richtiger Kandidat, der gesellig ist. Ich stelle mir das so vor, im Wirtshaus sitzt du in gemütlicher Runde am Stammtisch und dann fängst du halt damit an und dann so in gemütlicher Runde schaffst du so ein, zwei von den Flaschen zu trinken so und dann hast du so einen schönen Abend. Ne? So, dann wird das auch gemütlich, weil man nippt dann so auch dran, ne? Das kann auch da durchaus ein bisschen Temperatur vertragen. Ich sag mal, alles ab 9 Grad aufwärts geht ganz klar, das ist hier kein Problem. Ja, und eher ein bisschen lieblich. Lieblich, genau, das ist so. Das würde ich so bezeichnen wollen in der Textur. Freunde, das ist angenehm. Schöne Aromaspitzen drin. Ihr wisst, ich mag intensive Biere. Das ist ein tolles Bier hier. Mal wieder Wein Stefana, überzeugt mal wieder völlig. Mit einem schönen Weizenbock, und Weizen ist hier auch wirklich gut geschrieben, weil das ist tatsächlich, das merkst du auch, ne? Also da liegt der Fokus drauf. Bananigkeit, Weizen, das sind so diese Ummantelungen, sehr schön, ist ein Gaumschmeichler, ne? Das ist so, ist was für die Abendstunden. Ja, das sättigt, ne? Wie sei es jetzt so schön, flüssiges bricht das Fasten nicht. So, ihr Lieben, müssen wir noch bewerten. Ja, also Krone-Bewertung gebe ich jetzt nicht raus. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Es ist jetzt diese Subjektivität. Natürlich, der eine wird sagen, oh, das ist voll lecker und so. Und hier ist es auch, zweifelsfrei. Aber für eine Krone-Bewertung, da müsste es mich persönlich wirklich nochmal so, dass ich es jeden Tag trinken könnte. Und das kann ich jetzt nicht jeden Tag trinken, weil das ist mir doch ein bisschen zu kräftig. Aber ich bin ja eh eher so, ne, so im Bereich 4,7 bis 5,1 so ansässig. Da sind 7,7 schon ein bisschen zu viel für mich. Ja, da bin ich ja, man ist ja auch nicht mehr, man will ja ein paar mehr Bier trinken am Tag, ne? Und genau, deswegen aber trotzdem richtig faire, und das spielt auch schon die Qualität der Rohstoffe natürlich mit ein und die Zusammensetzung der Rezeptur, was die da am Braukessel gemacht haben, ganz klar 5 von 5, / 6 möglichen Punkten, das ist mir wert. Damit ist Bierseflat draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bierseflat.